Herzlich willkommen im Kita-Portal Augsburg. Wir zeigen Ihnen in diesem Video, wie Sie im Kita-Portal nach Einrichtungen der Kindertagesbetreuung suchen und Ihr Kind dort vormerken können. Also fangen wir mit der Suche an. Nachdem Sie sich in Ihrem Benutzerkonto angemeldet haben, klicken Sie links oben auf Startseite. Es erscheinen nun drei Filtermöglichkeiten. Hier können Sie nun nach Einrichtungen suchen, die zu Ihnen und Ihrem Kind passen. Bitte füllen Sie die Felder korrekt aus und klicken Sie anschließend auf Suchen. Es erscheinen nun die Einrichtungen, die für Ihr Kind in Frage kommen. Zudem können Sie jetzt auf der linken Seite noch weitere Filtermöglichkeiten verwenden. Durch das Anklicken der Einrichtungen gelangen Sie direkt auf deren Seite. Dort finden Sie Bilder und wichtige Informationen über die jeweilige Einrichtung. Wenn Sie passende Einrichtungen gefunden haben, können Sie Ihr Kind dort vormerken. Klicken Sie einfach auf Einrichtung auswählen. Sie können auch mehrere Einrichtungen auswählen. Bitte wählen Sie nur die Einrichtungen aus, die wirklich für Ihr Kind in Frage kommen. Achten Sie darauf, dass die ausgewählte Einrichtung Betreuungsplätze für das passende Alter Ihres Kindes anbietet. Das heißt Kinderkrippe oder Kindertagespflege 0 bis 3 Jahre, Kindergarten 3 bis 6 Jahre oder Hort, Einschulung bis Ende der Grundschulzeit. Damit Sie den Überblick über Ihre ausgewählten Einrichtungen behalten, gibt es eine Übersicht rechts oben neben Mein Konto. Die Zahl im Häuschen zeigt an, wie viele Einrichtungen Sie ausgewählt haben. Klicken Sie auf Meine Auswahl und dann auf Mit der Vormerkung beginnen. Folgen Sie den 5 Schritten. Nehmen Sie sich dafür Zeit und füllen Sie alle Felder wahrheitsgemäß aus. Zum Abschluss klicken Sie auf Jetzt die Vormerkung absenden. Herzlichen Glückwunsch! Ihr Kind steht nun auf der Warteliste der vorgemerkten Einrichtungen. Das Kita-Portal schickt Ihnen nach der Vormerkung eine Bestätigung. Diese finden Sie im Benutzerkonto unter Dokumente. Das Kita-Portal informiert Sie, wenn die Leitung einer Einrichtung Ihnen eine Zusage für einen Betreuungsplatz für Ihr Kind gibt. Wie Sie eine Zusage annehmen können, zeigen wir Ihnen im nächsten Video.